frühlingshafte Temperaturen hier mitten in Düsseldorf. Ich bin, und das war ich vor 2 Jahren schon, nämlich genau an dieser Stelle auf der Beauty, auf der Top Hair und auf der Make-up Artist Design Show. Das ist eine Messe, da geht es um Schönheit, um Make-up, um Lifestyle-Produkte. Ich lasse mich einfach überraschen, was hier auf mich zukommt. Bin auf jeden Fall tierisch gespannt. 2 Jahre ist es her. Mal gucken, was sich verändert hat in der Welt der Schönen und Reichen. Ich habe eine erste Interviewpartnerin gefunden und da sich ja bei mir alles um Fitness, Lifestyle, Abenteuer und Spaß dreht, eine Mega-Sportlerin. Marie Lang, 12-fache Weltmeisterin im Kickboxen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen schwitzige Hände, weil ich Angst habe, dass sie, wenn ich die falsche Frage stelle, sie mir einen um den Löffel haut. Zu Recht. Aber ich habe eine ganz entscheidende Frage an dich. Warum muss man beim Sport gut aussehen? Bitte. Ja, es ist natürlich super, wenn man das irgendwie verbinden kann. Also natürlich geht es beim Sport nicht nur ums gut aussehen, aber wenn es die Möglichkeit gibt, dann ist es natürlich schön. Hast du schon mal beim Sport richtig kacke ausgesehen? Also jetzt außer, wenn du vielleicht irgendwie mal auch mal einen auf die Nase bekommen hast, dann hast du mal so, dass du sagst, du bist zum, sagen wir mal, du bist ins Fitnessstudio gegangen und hast gesagt, ach scheißegal, wie ich aussehe, ich gehe trotzdem trainieren. Ja, das habe ich natürlich auch, aber bei mir ist es natürlich gerade, wenn irgendwie die Presse dabei ist, wenn ich einen Kampf habe, wenn ich meinen WM-Kampf habe, dann ist mir das schon wichtig, wenn halt einfach ja, die Kameras auf mich gerichtet sind, dass ich dann gut aussehe und deswegen bin ich dann halt mal darauf gekommen, dass ich zum Sanvital gehe und mich tennen lasse und das ist halt einfach eine tolle Möglichkeit, dass man frisch aussieht und das kombinieren kann mit dem Sport. Vollkommen richtig. Braun gebrannt sieht die Welt einfach schön aus. Ja. Sanvital, da sind wir. Und ich kann es nicht lassen. Ich muss ihn einfach in die Kamera halten. Marie Lang, 12-fache Weltmeisterin im Kickboxen. Vielen Dank. Gerne. Also, ja, vielen Dank für das Interview. Super, hat super geklappt. Gerne. Nein, die sind doch schon. Ich muss abhauen. Ich will mir diesen Gürtel krallen. Auf gar keinen Fall. Ich bin jetzt hier mitten im Haar der Top Hair, also der Messe für Friseure, Friseurbedarf, Frisuren, Accessoires, was auch immer damit zu tun hat. Bin ein bisschen überrascht, weil ich finde mich hier überhaupt nicht zurecht. Ich war schon mal hier und das war alles sehr überschaubar, aber in diesem Jahr ist das alles riesig groß und ich habe echt Probleme, mich zurechtzufinden. Ich finde die Gänge nicht mehr wieder, wo ich mal gewesen bin, kann mich auch kaum erinnern, an welchem Stand ich schon geschaut habe, aber dafür gibt es ja einen Plan. Den muss ich jetzt erstmal studieren, bevor ich hier weitermache. Das ist schon echt gigantisch. Ich habe was ganz Furchtbares entdeckt. Was ist dir zugestoßen, um Himmels Willen? Ich habe mich verbrannt. Du hast dich verbrannt? Ja. Hier auf der Messe? Ja, auf der Bühne. Vor laufender Kamera.
Wird das jemals wieder weggehen? Wir brauchen Brandsalbe. Wir müssen auf jeden Fall noch. Ich guck mal, wir sind ja jetzt auf der Matz. Ich guck jetzt mal auf der Beauty, ob ich für dich eine Brandsalbe finde. Bitte. Das ist ja nicht zu ertragen. Die ist so hübsch und so verbrannt. Oh. Und aus, der Blick. Genau, sehr schön. Sehr schön. Die Arme sind einmal parallel, rechte Beine einmal durch. Genau, sehr schön. Streck die Arme nach oben. Atme tief ein. Und beim Ausatmen komm noch einmal in den Krieger 2. Beuge dein rechtes Knie. Schau zu deinem. Aber was mich am meisten interessiert, was macht man auf einer Beauty-Messe mit Brokkoli? Tja, das kann ich dir erzählen. Also, wir sind Skin Biotic. Wir sind eine ganz brandneue, revolutionäre Skincare-Marke. Und warum der Brokkoli da vorne liegt, liegt daran, dass wir in unseren Produkten Superfoods integriert haben. Und Brokkoli ist der Hauptbestandteil unseres Wirkstoffkomplexes. Wir haben nämlich einen Wirkstoffkomplex aus Brokkoli und Weizengras. Ich habe mich hier versteckt, weil das hier wohl der heißeste Fotopoint dieser ganzen großen Messe ist. Hier werden so viele Fotos geschossen, wie wahrscheinlich an keinem anderen Stand. Ich bin auch jetzt durch. Das war die Beauty, das war die Top Hair und das war die Make-up Artist Design Show 2018 in Düsseldorf. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, habt ein bisschen was gesehen. Ich habe viel gelernt und ich habe natürlich auch ein bisschen was mitgebracht, was es nachher zu gewinnen gibt. Wie und wann das passiert, das erfahrt ihr natürlich hier auf meinem Channel. Ja, ich mache mich jetzt auf den langen Heimweg Richtung Köln von Düsseldorf. Habe ich letztes Jahr auch schon gesagt, oder vor 2 Jahren war es sogar. Ganz schön harter Weg, aber andersrum ist viel schlimmer. Ich mache mich weg. Stay sharp.